Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einem neuen Format und zwar den Gaming Reviews. Hier werde ich euch kurz um Spiele präsentieren, die ich durchgespielt habe, also wirklich komplett bis zum Ende. Und werde euch sagen, solltet ihr die Finger von dem Spiel lassen oder ist es ein Must-Buy? Viel Spaß! Fangen wir mit einem Spiel an mit einem sehr bekannten Namen, was aber trotzdem keiner kennt, und zwar Counter-Strike 2D. Ja, es ist ein Counter-Strike im 2D-Format, ihr habt richtig erraten. Was sich aber im ersten Moment bekloppt anhört, ist an sich gar nicht mal so schlecht. Herausgekommen ist das Spiel im Jahre 2004 und wurde entwickelt von Unreal Software. Ja, was jetzt nicht unbedingt was hier mit dieser Unreal Engine wohl zu tun hat, aber na gut. Im ersten Moment, wenn ihr euch das Spiel installiert habt und das Menü klickt, das Menü sieht etwas, naja, sehr rudimentär aus. Man kommt aber klar und schnell findet man einen Server. Das Ganze wird dann einfach gespielt, nicht wie im normalen Counter-Strike, irgendwie rundenbasiert mit Teams, sondern ihr ballert euch einfach im Grunde durch die Map. Die Maps sind, ja, man kann die Maps wiedererkennen, nennen wir das mal so, wenn man Counter-Strike kennt. An sich ist das Ganze recht unterhaltsam, denn ihr ballert euch recht schnell durch die Map mit verschiedenen Waffen und könnt schnell hin und her laufen. Wie gesagt, ist an sich sehr, sehr lustig, wenn da nicht eine, ja, kleine Sache wäre. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, es gab so gut wie niemanden, der dieses Spiel gespielt hat. Entweder war ich da sehr lange erst im Nachhinein, nach dem ganzen Counter-Strike-Trend, oder das Spiel hat nie jemand wirklich groß gespielt. Ich meine, ich muss auch sagen, ich habe es erst Jahre nachdem es rausgekommen ist gespielt. Also kann sein, dass es früher mal eine Hochzeit hatte, mittlerweile aber einfach nicht mehr. Auf jeden Fall. Teilweise war ich auf Maps mit vielleicht insgesamt 3 Spielern oder 4 Spielern. An sich gab es auch nicht allzu viele Maps, wo überhaupt Spieler drauf waren. Was leider echt ein bisschen schade war, denn die kurze Zeit, die ich es gespielt habe, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Kommen wir jetzt nun mal aber zur Technik. Naja, hier muss man halt sagen, es ist ein 2D-Spiel. Es sieht für ein 2D-Spiel ganz in Ordnung aus, aber ist jetzt natürlich kein grafisches Wunder. Die Sounds, die ihr in dem Spiel habt, sind aus Counter-Strike Original entnommen. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts mit Copyright und so, also für Unreal Software. Tut mir leid. Auf jeden Fall habt ihr die klassischen Sounds, wie ihr sie aus Counter-Strike kennt. Die Waffengeräusche, die Map-Geräusche und so weiter. Ansonsten lässt sich über die Technik an sich nicht viel sagen. Wie gesagt, es ist nicht sonderlich hübsch. Es ist halt nur mal ein 2D-Spiel. Die Sounds sind halt einfach aus dem Originalspiel rausgenommen, passt aber dann auch nicht mehr so ganz in ein 2D-Szenario rein. Also das heißt, der Sound ist, auch wenn es die Originaldateien sind, trotzdem dann eben im Großen und Ganzen nicht so gut, weil es halt einfach nicht zu dem Spiel passt. Die ganze Serverstruktur ist halt eben, es gibt vielleicht 3 Server, auf denen überhaupt noch jemand spielt. Auf die kann man sich schnell einloggen. Das war's. Mehr ist über die Technik an sich nicht zu sagen. Ein weiterer Punkt ist die Sache, es gibt nicht nur eben diesen Deathmatch, sondern ihr habt auch dort ein Level-System. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr Leute abschießt, kriegt ihr Erfahrungspunkte und habt dadurch eben einen Levelaufstieg und könnt so dann eben bestimmte Sachen freischalten, andere Waffen, Rüstung oder sonstige Sachen. Es gibt auch andere Spielmodi wie einen Zombie-Modus, wo ihr halt mit euren Mitstreitern zusammen Zombies jagt. Ist ganz nett. Wie gesagt, dieses Spiel ist einfach nicht mehr als ein Zwischendurchspiel. Naja. Das war es auch schon zu meinem Review zu Counter-Strike 2D. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht die Notification Bell, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr darauf aufmerksam gemacht werden wollt, dass ich ein neues Video habe. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Gaming Review. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.